Das Deutsche Zweiradmuseum ist, glaube ich, immer einen Besuch wert. Einen recht herzlich schönen guten Morgen aus Neckarsulm. Ich bin heute Morgen die A6 hochgefahren nach Unterreisesheim. Wie ihr gesehen habt, über den Neckar hierher. Von hier aus will ich meine nächste Radtour starten, und zwar den Vier-Täler-Radweg. Und zwar ist es das Neckartal-Radweg, das Neckartal, das Sulmtal, das Brettachtal und das Korratal. Startpunkt ist aber eigentlich in Langenbrettach an der historischen Mühle. Für mich ist aber das hier der nächste Punkt. Und was es noch zu sagen gibt, ja, ist so 62 Kilometer lang der Radweg und so ziemlich flach und eben. Sehr familienfreundlich. Ja gut, jetzt bin ich mal gespannt, was uns der Vier-Täler-Radweg zu bieten hat. Und los geht's! Hier geht es jetzt auch gleich die Sulm entlang. Während ich jetzt hier an der Sulm entlang fahre, geht es langsam aus Neckarsulm heraus. So, jetzt geht's weiter durch Heilbronner Land nach dieser kurzen Anstrengung. Die ersten Wegweiser habe ich jetzt auch gesehen vom Vier-Täler-Radweg, und der nächste Ort ist jetzt gleich Erlenbach, ungefähr 1,5 Kilometer. Ja, hier ging es jetzt an der Baustelle, da musste ich absteigen, an der A6 unten durch. Jetzt haben wir auch Erlenbach verlassen und nächster Ort ist dann Weinsberg, das sind noch ca. 3 Kilometer. In Weinsberg angekommen, habe ich hier diese schöne Aussicht auf die Burg da oben. Wie sie heißt, weiß ich nicht. Ich werde es euch noch einblenden. Jetzt geht es langsam wieder raus durch Weinsberg. Eben bin ich noch die Eisenbahnunterführung durchgefahren. Und jetzt machen wir wieder weiter auf unserem Vier-Täler-Radweg. Übrigens, das ist meine erste Radtour für dieses Jahr. Wir haben jetzt Samstag, Anfangs Juni. Von Leichnam haben wir gehabt. Grund dafür ist jetzt gewesen, im Frühjahr habe ich ja dann die lange Wanderung gemacht auf dem Rheinterrassenweg. Das hat ja auch einige Zeit in Anspruch genommen. Aber jetzt fangen wieder die Radtouren an. Ja, hier an der Baustelle da vorne wieder mal.
sind wir jetzt gerade an Weinsberg-Ellhofen vorbeigefahren. Es ging jetzt auch ein schönes Stück an der Bahnlinie entlang. Eine kleine Steigung war noch dazwischen, aber es ging alles. Jetzt hier der Bundesstraße entlang am Radweg fahre, haben wir Sulzach und Wilsbach passiert. Am Anfang stand noch ein Schild von Obersulm, Heilbronner Land. Das war aber bloß die Gegend, weil durch Obersulm fahren wir glaube ich gar nicht. Wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Breidenauer See. Ja, was ich noch sagen wollte. In Sulzach an der Kirche sind wir da noch vorbeigefahren, da hat dran gestanden Radwegkirche, wenn ich mich noch richtig erinnern kann. Habe ich auch noch nie gelesen. Angekommen am Breidenauer See. Da werde ich mal jetzt ein kleines Päuschen machen. Und was ich euch noch sagen wollte, hier durch den Breidenauer See fließt auch die Sulm durch, die irgendwo, soweit ich gelesen habe, bei Löwenstein entspringt. Kurze Pause am Breidenauer See ist beendet. Jetzt sind noch zwei Angler gekommen bei mir am Steg. Die will ich jetzt mal in Ruhe angeln lassen. Hier am Breidenauer See ist so einiges unterwegs. Segler sind unterwegs. Angler, wie ihr gesehen habt. Und auch Enten. Schönen Abfahrt sind wir jetzt in Eschau, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn. Ach, jetzt habe ich Eschau verlassen. Da ging es gleich den Berg gut hoch. Und ja, das einzige Gute ist, wir sind jetzt mal ein bisschen weg von der Bundesstraße. Und der nächste Ort müsste dann ziemlich bald Bretzfeld sein, so wie ich gesehen habe. So, das war jetzt erstmal noch Wiesenlenzfels, glaube ich, ja, wird es ausgesprochen. Und dann kommt aber auch noch Seppach dazwischen, aber dann kommt Bretzfeld. Okay, es kommt noch das Bretzfeld. Peace.
Sippach, Gemeinde Pretzfeld, und jetzt sind wir im Hohenlohe-Kreis. Mittlerweile sind wir jetzt auch im Breddachtal. Kurz vor Pretzfeld, da sind einige Radwege vertreten. Als erstes ist gleich unser Radweg, die 4-Täler-Tour, gekennzeichnet mit KJ7, Pan-Europa-Radweg, die Burgenstraße, Württembergischer Weinradweg, Kraichgau-Hohenlohe-Weg und der SE-Weg. Okay. Da unten seht ihr jetzt, da fließt die Breddach. Aus Pretzfeld heraus, neben mir läuft parallel die Breddach hinter den Bäumen da. Und während ich jetzt hier fahre, blende ich euch noch einmal den Weg, die Karte ein bis hierher. Sind wir nach Pretzfeld in Bitzfeld angekommen. Und jetzt die Breddach bei Bitzfeld. Und wieder mal unterqueren wir die A6. Den Hohenlohe-Kreis. So, jetzt fahre ich mal ein Stückchen rechts neben der Breddach und da vorne geht es jetzt gleich wieder über die Brücke und dann sind wir wieder links nach der Breddach. Hier an der Kirche steht auch das Naturdenkmal, die Winterlinde, die
die gepflanzt wurde im Hungerjahr 1817. Naturdenkmal Bretterer Mühle. Hier ist der eigentliche Startpunkt der Vier-Täler-Tour. Und hier auch an der Bretterer Mühle ein schönes Rindsaal mit lauter Hände, Abdrücke. Ich denke mal, das ist von irgendwelchen Kindern, vielleicht vom Kindergarten. In der Mitte sind noch Füße. So, nachdem ich jetzt Breddach, Landkreis Langenbreddach oder wie immer es auch ist, ich weiß es jetzt auch nicht ganz genau, aber ich glaube, so ist es richtig, laut Karte war es jedenfalls so, den eigentlichen Startpunkt verlassen habe an der historischen Mühle, geht es jetzt weiter vom Breddachtal, das verlassen wir jetzt, Richtung Koratal. Ich habe gerade gesehen, nach Neuenstadt sind es 4 Kilometer. Hier wäre ich ja jetzt fast vorbeigefahren. Helmbund, die Urzelle von Neuenstadt. Dieser stille Winkel mit der Ruine ist ein geschichtsträchtiger Ort mit rätselhafter Entstehung. Da laufe ich mal kurz hinten hin und guck mal, was da so rätselhaft ist. So, dann schauen wir mal, hier steht nochmal genau, das war eine Begräbnisstätte. Bis Mitte der 30-jährigen Kriegs von Adelsfamilien hier von Neuenstadt und Umgebung. So ähnlich war's. So, jetzt bin ich in Neuenstadt hier am Sportplatz noch vorbeigefahren. Das ist, glaube ich, eine ganze Sportanlage. Und jetzt fahren wir gerade noch mal über die Breddach drüber. Und wenn wir jetzt dann über der Breddach sind, ist es nicht mehr weit bis zum Kocher. Geht es jetzt hoch zum Kocher. Neuenstadt am Kocher heißt es, glaube ich. Ja, das ist richtig. Jetzt ging es hier wieder durch Baustelle hier in Neuenstadt ein Stückchen durch. Da musste ich jetzt zur Hälfte schieben. Und hier haben wir jetzt auch den Kocher Jagdstradweg. Hier bei Neuenstadt mündet auch die Breddach in die Kocher. Und hier haben wir nochmal schön die Kocher. Wieder geht's jetzt über die Kocher.
bin ich hier ein bisschen im Schatten und direkt rechts neben mir fließt die Kocher. Wirklich jetzt sehr schön. So, während ich jetzt hier gemütlich an der Kocher entlang fahre, kann ich vielleicht noch mal kurz was in eigener Sache sagen. Und zwar, wie gesagt, die Radtouren haben jetzt dieses Jahr ein bisschen später angefangen, wegen dem Rheinterrassenweg, der Wanderung. Wer mal reingucken will, kann es auch bei mir auf dem Kanal tun. Sehr empfehlenswert zum Nachwandern. Bei mir geht es dann dieses Jahr noch weiter. Im Sommer habe ich dann im Juli noch eine bisschen längere Tour geplant. Mit mehreren Übernachtungen, ein bisschen größeres Projekt und dann kommen noch kleinere Radtouren. Was ich dann alles mache, weiß ich auch nicht so genau. Ich denke aber schon ein paar interessante Sachen. Lasst euch mal überraschen. Jetzt bin ich hier gerade immer noch an der Kocher und bin jetzt gerade hier an einem Segelflugplatz vorbeigefahren. Ist aber nichts los. Hier bei Ödheim jetzt beim Kanu-Club, da habe ich jetzt einmal einen Apfel ganz kurz gegessen, bevor es jetzt hier weitergeht. Auf dem Viertäler-Radweg, genau am Kocher entlang. Auf der Kocherbrücke bei Ödheim. Ja, jetzt kurz nach Ödheim. Bus, Helikopter, Service Center. Jetzt haben wir auch gesehen, dass wir schon bei Bad Friedrichshall sind und dann nähern wir uns dann auch langsam der Kochermündung, wo die Kocher genau in den Neckar fließt. Nordbahnhöfle, Bistro und Biergarten. Sehr schön gemacht. Und noch Waggons dabei, wo man sich reinsetzen kann. Ich glaube, da muss ich mal hier machen, wenn ich mehr Zeit habe. So, nach der schönen Gartenwirtschaft, wo wir dran vorbeigefahren sind, mit den Waggons, tun wir jetzt gleich wieder Bad Friedrichshall verlassen, das haben wir auch nur kurz gestriffen und wir überqueren jetzt nochmal die Kocher. So, und als nächstes fahren wir jetzt gleich durch Kocherdorf. Ja, bei Kocherdorf ging es jetzt hier gerade die Bahnunterführung unten durch. Und jetzt sind wir gleich vorne am Neckar. Noch ein kleines Stückchen. Südwestdeutsche Salzwerk AG. Und wir sind hier auf der ersten Neckarbrücke. Wir überqueren jetzt den Neckar. Und ganz da vorne, da sind wir jetzt nicht genau dran vorbeigekommen, ist die Kochermündung. So, das letzte Stück jetzt bis Neckarsulm befinden wir uns jetzt nochmal auf dem Neckartalradweg und noch auf unserem Viertäler-Radweg. Das gehört ja auch noch dazu.
So, liebe Freunde, während ich jetzt auf Neggars-Ulm zuradeln, die letzten Kilometer, möchte ich mich jetzt auch bei euch verabschieden und von unserer 4-Täler-Tour von der Sulm, Breddach, Kocher und Neggar, die ganzen Täler dazu. Ach so, ja, und die Neggars-Ulm. Da mündet auch die Sulm in den Neggar rein. Vielleicht hat es euch schon ein bisschen Spaß gemacht. Ja, ein paar leichte Hügel waren dabei, aber alle erträglich. Was ein bisschen gestört hat, war die vielen Radwegen entlang der Bundesstraße. Aber das letzte Drittel war es eigentlich schöner dann. Okay, bis dann zum nächsten Mal bei meiner nächsten Radtour.